heißt, man hat weniger Scrollen, man hat ja im Grunde weniger Arbeit, sich die ganzen Signale dann rauszusuchen. Aber mir fehlt halt dann die ganze Signalisierung von den Geschwindigkeiten und na, das fehlt mir dann doch schon ein bisschen. So, kriegen wir hier noch einen rein. Vielleicht wollen wir das einen Hof setzen. Na. Das sind wir hier. Da wären wir da. Das heißt, wir setzen das jetzt einfach mal hier in die Mitte rein. Ja, aber natürlich nicht so. So. Hier brauchen wir natürlich wieder das Einfahrsignal. Nicht das Einfahrsignal, das Vorsignal auf diese Seite. Und dann eine 80er. Zack. Jo, dann wäre das ja alles. Dann wäre die Strecke fertig. Wir könnten dann die Züge drauf schicken. So, was kaufen wir denn? Puh, schwierig. Ich würde ein bisschen mixen. Denn ich möchte auf jeden Fall den hier da drauf haben. Na ja, gut, den nicht unbedingt. Die S-Bahn auch auf jeden Fall. Die fährt nur 120, die fährt 140. Da fährt sie weniger PS. Nur 1000, gerade mal. Warum nimmt die doppelt so viel wie die? Okay. Komisch. So, dann nehmen wir zwei von denen. Nehmen zwei von denen. Blutorange. Ja, warum nicht? Mintgrün. Ja. Was ist da der Unterschied? Weiß ich nicht. 1, 2. Und von dem hier noch. 1, 2, 3. So. Das haben wir aber sehr viel. Fünf Züge. Oh, ist eigentlich gut für die Strecke. So, das ist Zug Schwetzingen-Heiter. Da hören wir schon den Diesel-Sound. Ich lasse jetzt mal ein paar Triebwagen vorfahren. Denn wir müssen dann natürlich auch Busverkehr in den jeweiligen Städten noch einführen. Achso, Moment, hier könnten wir im Grunde zweiter Straßenanschluss, ja. Okay, das geht nicht. Okay, ein bisschen bescheuert gelöst, finde ich. Aber okay. Junge, ich will eine gerade Straße haben. Ja, so in etwa.
So. Wie sieht's mit den Bussen aus? Da haben wir hier nur einen Halt. So, wir haben eigentlich hier schon ein großes Einzugsgebiet. Aber wenn wir hier noch einen innerstädtischen Verkehr machen, dann wird sich die Linien sicherlich lohnen. Oder mehr lohnen, sagen wir mal so. Das wäre Bus Schwetzingen. So, wie schaut es hier hinten aus? Hier ist noch rein gar nichts gemacht. So, setzen wir einmal die Linien. Würde ich einmal hier reinsetzen oder hier. Ja, das ist okay. Oh, da wollen die so fahren, ja, von mir aus. Macht's halt kompliziert. Mein Gott. So, das wäre Bus immer Immenhausen 1. Das wäre dann Bus Immenhausen 2. So, jetzt schauen wir hier unten noch wegen dem Busverkehr. Da reicht es, wenn wir wieder eine einfache Linie machen. Drei, vier, fünf. Das wäre dann der Bus Heiterbach. Okay, gehen wir mal ein bisschen, geben wir einfach mal ein bisschen Geld aus. Hier brauchen wir ja nicht unbedingt die großen. Hier könnten wir auch die kleinen nehmen. So, 4, 5. Bus Heiterbach. Wollte laufen lassen. So, dann haben wir hier jeweils 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier jeweils 6, 4, 5, 5, 6. Das wäre einmal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, da fährt die erste S-Bahn. Da wartet die zweite. Hier stehen alle ineinander. So, hier brauchen wir auch noch einen Zug. Quatsch, ein Busdepot. Oder sagen wir mal ein Fahrzeugdepot. Wie viel? Da haben wir 4. 1, 2, 3, 4. Das wäre Schwetzingen. Ja. Okay, das ist so ein ganz alter.
Da ist die Beschleunigung mittelmäßig. Ist aber schlecht. Würde ich den fast wieder zurückschicken. Wie ist die Beschleunigung von dem auch gut? Dann würde ich einfach mal sagen, fahren wir mit dem hier mit. Ich weiß gar nicht, gab es denn mal in Dreifachtraktion? Bei ihm ist die Beschleunigung mittelmäßig wahrscheinlich. Stellen Sie sicher, dass die... Okay, Moment, Moment, Moment. Der ist an... Der ist nicht angeschlossen. Und was noch? So, der hier. Ja gut, den Güter brauchen wir ja erstmal nicht. Dann würde mich glatt hier reinsetzen, dann machen wir noch eine Mitfahrt und dann war es das dann auch für mich. Jetzt haben wir eigentlich viele Diesel... Triebwagen auf der Linie, aber... Ja, okay, wir haben ja die zwei S-Bahnen. Okay, der fährt komplett ohne Sounds, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, da habe ich komplett den Soundset-Ordner gelöscht. Das ist natürlich nicht so gut. Das heißt, wir hören jetzt sozusagen... Ja, ein Elektromotor. Ah, das sind noch die hässlichen Tunnels. Ja gut, von dem Signal sieht man ja echt gar nichts. Oh, Dudut. Oh, wir haben Rot. Wir müssen warten. Okay. Vorne steht der andere. Ist da so viel los? Hey, anscheinend ja. Ich weiß gar nicht, vielleicht kennt sich ja... Irgendjemand aus, gibt es die 628 in Dreifachtraktion? Bin ich mir nicht mal so sicher. Ob es die gibt. Ja, vielleicht auf bisschen stärker befahrenen Nebenstrecken? Gibt sowas? Weiß ich gerade gar nicht. Ach ja. Wir haben jetzt logischerweise auch Rot. Aber es ist nicht schlecht, das sehen wir jetzt schon den ersten Gegenzug wieder. Und dann verteilt sich das ein bisschen und dann warten die Züge auch nicht mehr. Und ich glaube, den roten, den werde ich wieder ins Depot schicken. Denn mittelmäßig gefällt mir nicht, wenn die Beschleunigung nur mittelmäßig ist.
Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Bild, muss man sagen. Dreifachtraktion am Bahnhof. Oh, weiter geht's. Moment, wieder einsteigen. Also man muss schon sagen, das ist ein Vorteil. Das ist ein richtiger Vorteil zu Train Fever, wo man ja sozusagen nur oben mitfahren konnte. Und jetzt kann man ja sozusagen vorne am Zug mitfahren. Das heißt, man sieht auch wirklich das, was der Zugführer im Grunde sehen würde. Und gerade das meinte ich hier, ich mache hier diese Strecke ein bisschen ländlicher, das heißt, wir machen ein bisschen Bäume rechts und links hin, denn dieses Kahle gefällt mir überhaupt nicht. So, jetzt kommt dieser hässliche Bahnübergang. So, warten müssen wir auch nicht mehr. Sehr schön. So, jetzt fahren wir mal mit dem da oben mit. Da passt ja der Bahnhof ganz genau. Boah, puh. Fast wie ausgemessen. Oder fast wie gewollt. Obwohl die Beschleunigung ist auch. Ja, gut, sie ist schon schlecht. Naja, den schicken wir wieder ins Depot. Vor allem geht es ja dann auch auf der anderen Seite schon ein ganzes Stückchen bergauf und da braucht er dann einfach zu lange. Oh, da müssen wir noch ein bisschen die Straße angleichen. Das ist halt der Nachteil, weil nachher müssen die Güterzüge hier genauso 80 fahren. Und das wäre schon cool, wenn man sagen könnte, nur diese Linie fährt hier 60. Und ich hoffe, da macht Urban Games noch was. So, dann schicken wir ins Depot und verkaufen ihn. Ich hoffe sehr, das wird Urban Games noch bald einfügen, vielleicht im nächsten Patch. Aber man sagt ja, träumen darf man immer. Und ja, mit dieser Strecke verabschiede ich mich von der Aufnahmesession Transport Fever. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Und dann kümmern wir uns hier um den Güterverkehr. Und macht's gut. Bis dahin. Adios. Ciao.